Diese großen sechsachsigen Lokomotiven sind wohl jedem bekannt. Sie bestimmen in weiten Teilen Deutschlands das Bild im Güterverkehr auf nicht elektrifizierten Strecken. Im Gegensatz zu den anderen DR-Dieselloks ist die Baureihe 232 heute beinahe unentbehrlich. Neun Maschinen der damaligen Baureihe 132 sind von 1973 bis 1982 an die DDR-Reichsbahn geliefert worden. Im Laufe ihrer Einsatzjahre wurden sie oft überarbeitet und modernisiert. Viele davon sind heute noch als Baureihe 232 bei der DB unterwegs. Blicken wir zurück. Bei der Deutschen Reichsbahn vollzog sich der Strukturwandel von Dampf auf Diesel- und Elektrotraktion um einiges langsamer als in Westdeutschland. Erst Ende 1971/72 trafen die ersten 69 3000 PS starken dieselelektrischen Loks aus der Sowjetunion ein. Allerdings ohne Ausrüstung für Zugheizung. Erst die Baureihe 132 konnte Personenzüge elektrisch heizen. Nun wurde nach und nach die Dampflok aus hochwertigen Reisezugdiensten verdrängt. Die DR hatte endlich eine starke, universelle Zuglok erhalten. Nur der relativ hohe Lärmpegel störte. Aber insgesamt bewährten sich die neuen Russen-Diesel gut und hörten bald auf einen Spitznamen. Ludmilla nannte man sie liebevoll. Hier in der seltenen Farbgebung mit DB-Latz. Anfang der 90er Jahre wurde die Baureihe 232 sogar zur Intercity-Lok. Feierlich rollten zwei IC in den damaligen Berliner Ostbahnhof. Der Anschluss Berlins an den Intercity-Verkehr der Bundesbahn. Doch schnell wurde der Wunsch laut, den gestiegenen Reiseverkehr auf den nicht elektrifizierten Strecken auf Tempo 140 zu beschleunigen. Hierzu wurden 64 Loks der Baureihe 232 im AW Cottbus zur neuen Baureihe 234 umgebaut. Sie erhielten Achsgetriebe und Teile der Drehgestelle von der 1970 gelieferten Baureihe 130, die bereits für 140 km/h zugelassen war. Auch das gab es. Eine 234 in Mint-Türkis. Der Farbversuch sollte sich der Lackierung der Regionalbahn anpassen. Das Ganze blieb, Gott sei Dank, ein Versuch.
Hier 234 304 vor einem Sonderzug. Und so sieht sie heute aus. Verkehrsrot mit weißem Kontrastbalken an der Front. 6000 PS sind hier vor einem Güterzug unterwegs. Das Hauptbetätigungsfeld der Baureihe 232. Denn alle Maschinen gehören heute zu DB Cargo. Als Ersatz für den Mogel ICE, gemeint sind die weißen 612 zwischen Dresden und Nürnberg, kamen einige Ludmillas sogar wieder in den Reisezugdienst. Wünschen wir der Ludmilla noch lange Betriebsjahre.